Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. Hier ist jetzt ein kleines Video von mir, denn es geht um Dimitrios Limnios. Da gibt es mehrere Aussagen, die besagen, dass er auf der einen Seite im Winter den Verein verlassen wird, via Transfer, zweite Liga, Polen etc. Es gibt aber auch Aussagen oder Meldungen, die besagen, dass sein Vertrag jetzt in der Winterpause, wenn dann auch das Transferfenster wieder öffnet, dass sein gültiger Vertrag bis Ende 24 gecancelt, terminiert wird, sodass er dann halt ablösefrei hinwechseln kann, wohin er möchte. Fakt ist halt, Limnios wird uns sehr wahrscheinlich jetzt im Winter in der Transferperiode verlassen. Also davon ist Stand jetzt zu 99,999%. Und wenn man den Meldungen, die geäußert werden oder geschrieben werden, glauben möchte, ich glaube daran, weil man sieht es ja auch, Baumgart, Keller und Co. geben Limnios überhaupt keine echte faire Chance, obwohl sie vor circa einem Jahr noch gesagt haben, als er dann halt auch wieder gesund zurückkehrte von seiner schweren Verletzung oder seitdem er wieder spielready ist, hat man gesagt, er bekommt eine faire, echte Chance, die er nachweislich bis heute nicht bekommen hat. Also war das auch glatt gelogen alles von Baumgart und Keller. Aber gut, das nur mal nebenbei erwähnt, erneut, hatte ich nämlich schon mal gemacht, dass man dazu, dass Baumgart immer so offen und ehrlich und geradlinig und cool und toll und nett ist. Nee, ist er nämlich nicht. Anhand dieses Beispiels und auch an sämtlichen anderen Beispielen kann man das halt festmachen. Für Limnios tut es mir leid. Ich wünsche ihm dann, wenn er dann tatsächlich final den Verein verlassen hat, sei es jetzt durch einen Transfer oder dann dadurch, dass sein Vertrag terminiert wurde, dass er sich dann halt irgendeinem anderen Team anschließt. Natürlich alles Gute und viel Erfolg, auch auf seinem Weg weiter Nationalspieler für Griechenland zu sein und zu werden. Es sollte halt einfach nicht sein. Ne? Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt in diesem Video, und zwar geht es darum, dass halt gestern herauskam, dass der FC allerdings schon Ende September oder nachdem es die Anhörung gab, am 19. und 20. September beim CAS oder ja, als alle Seiten da vorgesprochen haben, inklusive Zeugen, also der FC, Ljubljana, aber auch Familie Potocznik, gab es halt wohl Widersprüche seitens Ljubljana, die halt in ihren Beweisen schriftlich im Vergleich zu dem, was am 19. und 20. mündlich vorgetragen wurde, sich widersprochen haben und diverses widerlegt haben. Also aus Ljubljanas Sicht hat man da das eine geschrieben und das andere geäußert, was halt nicht passt. Und daraufhin bezogen hat der FC dann Strafanzeige gestellt. Das kam jetzt, zumindest gestern, halt offiziell heraus. Heute kam jetzt heraus, dass Ljubljana gegen den FC auch eine Anklage eingereicht hatte. Verleumdung. Ist natürlich jetzt eine ordentliche Schlammschlacht. Wem man da jetzt wie glauben kann, warten wir da halt einfach mal ab. Aber allerdings diese Thematik um diese Strafanzeige seitens FC und auch von Ljubljana an den FC, die muss man separat, unabhängig von dem werten, was vorgetragen wurde, was schriftlich eingereicht wurde, was mündlich beim CAS am 19. und 20. September vorgetragen wurde, muss man so ein bisschen trennen. Weil das, was jetzt rauskam, ist jetzt nicht irgendwie in dieser Thematik drin. Denn letztendlich geht es darum, dass der FC beweisen muss oder musste, dass sie Potocznik, Mutter und ihn selber halt nicht zum Vertragsbruch gegenüber Ljubljana angestiftet haben. So. Dass Ljubljana da mit irgendwelchen Kniffen und Tricks und was weiß ich und diese 2,5 Millionen, weil irgendein vermeintlicher oder irgendein Berater auf Ljubljana zukam und gesagt hat, hier angeblich sei Dynamo Zagreb bereit, 2,5 Millionen zu zahlen und deswegen verlangen Ljubljana diese Summe ja auch vom FC plus noch zuzüglich irgendwelche Zahlungen, obwohl es aber auch andere Herrschaften gab innerhalb Zagreb und Ljubljana, wo die hätten verhandeln können oder sprechen können. Und aufgrund dessen Basis ist es halt so ein bisschen, dass der FC glaubt und denkt, was auch andere unabhängige Experten sehen, dass das schon ein bisschen komisch ablief um Zagreb und Ljubljana in Bezug auf Potocznik. Unabhängig davon, dass der FC auch aus Ljubljanas Sicht fragwürdige Dinge gemacht haben soll, um halt Potocznik für sich zu gewinnen, um Ljubljana so ein bisschen da ans Bein zu pinkeln. Ne? Aber gut, wir wissen die ganze Thematik, kann man sich 100-mal überall durchlesen oder sich alte Videos noch angucken, sei es bei Fabio oder von mir halt auch oder von anderen Leuten, die sich darüber geäußert haben. Also die Thematik ist komplett bekannt.
Ja, man muss jetzt einfach abwarten. Ich hoffe, meine Denke und gehe davon aus, dass noch innerhalb dieses Kalenderjahres 23, also innerhalb jetzt des kommenden Dezembers, dass der Kass sich dann endlich mal final meldet und ein Urteil spricht, was jetzt nun wirklich ist. Und dann wissen wir dann einfach auch Bescheid. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Strafe, die die FIFA ausgesprochen hatte, abgemildert oder stark abgemildert wird, wenn nicht vielleicht sogar komplett gecancelt wird. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir zwei volle Transferperioden bestraft werden. Also sprich jetzt für die anstehende Wintertransferperiode und dann im kommenden Sommer. Das glaube ich einfach nicht. Ob es vielleicht gar keine Sperre gibt, aber dann irgendwie doch, warum auch immer, irgendwie eine gewisse Geldstrafe. Ich habe keine Ahnung, wie da jetzt da was geurteilt wird oder welche Strafe den FC dann trotzdem noch erreichen kann, unabhängig davon, dass es dann halt keine zweijährige Transferperiodenstrafe gibt. Ja, da stecke ich halt nicht drin. Da müssen wir halt, wie gesagt, alle abwarten, die Daumen drücken und ich gehe einfach davon aus, dass es unterm Strich positiv für den FC ausgehen wird. Ne? Ja, gut, das wäre es jetzt erstmal von mir. Jetzt gleich gibt es dann die Pressekonferenz mit dem täglichen Blabla, wie jede Woche. Hoffen wir mal, dass alle Spieler gesund und fit sind. Dadurch, dass im Grunde alle gesund und fit sind mittlerweile, außer es kommt halt neue dazu, weil sie irgendwie ein bisschen erkältet sind, was nicht ausbleibt bei dem Wetter. Damit muss halt jeder Verein mit umgehen und rechnen können oder müssen leider. Gehe ich mal davon aus, dass wir aus dem Vollen schöpfen werden. Allerdings, was den Spieltagskader angeht, die 23 Mann, so langsam kann man da auch mal drüber nachdenken. Als Beispiel, ich greife jetzt mal vor, bevor mein Video, sei es im Laufe des Tages noch kommt oder spätestens morgen Vormittag, dass man vielleicht ein Dietz mittlerweile mal mitnimmt und nicht mehr ein Tigges. Weil Dietz hat ja jetzt nun lange genug mittrainiert, hat auch schon in der zweiten Mannschaft ordentlich an Spielpraxis gesammelt und dort halt auch schon Erfolge, zumindest ja kleine Erfolge vollbringen können, indem er halt Tore erzielt hat. Ich glaube 3 mittlerweile aus 6 Spielen oder so, verbessert mich gerne. Und ja, Thematik Alidu, Olesen, wen nimmst du da eher mit, wen lässt du zu Hause, kann man sich auch streiten, weil klar, Alidu bringt eigentlich mehr mit als Olesen, aber das, was Alidu denn auf dem Platz zeigt, ist dann halt dann noch wieder auch ein bisschen zu wenig in Summe. Aber es liegt, wie gesagt, auch nicht alleine nur an den Spielern, auch, ganz klar, aber an dieses Spielsystem. Also nur rennen und dann am Ende irgendwie flanken, nur vorne im Kreis rennen mit 5 Mann, nie an den Ball kommen und dann hinten schwimmen wie sonst was, das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und da muss in erster Linie Baumgart und sein Trainerteam, die mittlerweile massiv, nicht nur von mir oder von Fabio oder von anderen FC-YouTubern, sei es jetzt Köln Inside oder denn wenn eine Trommel hier geht, die halt da auch die Finger in die Wunden legen, dass man da endlich mal bundesliga-tauglicher Profi-hafter agieren sollte, weil andere Mannschaften sind nicht so grottenschlecht wie wir und offen und schlecht nach vorne und schlecht nach hinten. Klar haben die auch mal Ausreißer oder sowas, aber in Summe sieht das dort alles stabiler und kompakter aus, mit mehr Sinn, mit mehr Verstand. Da spielen Mannschaften mit dem Spielermaterial, was sie haben, auch das, was sie können und nicht wie wir. Wir versuchen hier irgendwas unter Baumgart zu spielen, was wir auch schon letzte Saison in der Rückrunde schon nicht mehr spielen konnten oder gezeigt haben. Einfach den größten Schrott, und das gibt es endlich mal aufzuarbeiten. Lustig ist auch, dass Baumgart die letzten 2 Jahre so gut wie keine Standards oder Torschüsse trainiert hat und jetzt hat er schon irgendwie gestern die 2. Trainingseinheit Standards trainieren lassen, wo ich mir dann denke, wie kommt das? Jetzt kommt Baumgart um die Ecke und sagt, ja, uns fehlen hier, da irgendwie 5 Standardtore und 4 allgemeine Tore aus dem Feld. Also uns fehlen insgesamt 9 Tore und überhaupt und sowieso. Das ist dir jetzt aufgefallen oder was? Oder ist dir das wie mir oder anderen Fans schon seit Wochen oder Monaten aufgefallen? Denn auch letzte Saison in der Rückrunde haben wir viel zu wenig Tore geschossen. Wie oft haben wir kein Tor geschossen oder nur 1, wenn überhaupt? Also das ist doch nichts Neues. Also das ist doch schon jetzt, das ist, keine Ahnung, 6 Monate her, wo das anfing. Und seit 6 Monaten spreche unter anderem ich darüber, dass das einfach zu schlecht ist und zu wenig ist. Und jetzt stellt sich dieser Trainer da wieder irgendwie in irgendwelche Interviews und äußert sich. Und jetzt gibt es ja genug Fans, die sagen, oh ja, Baumgart hat aber recht. Ach nee, das ist aber schon 6 Monate her, seitdem das anfing. So, und wenn das, als das anfing und wenn man dann vielleicht einen Monat abwartet und es hat sich immer noch nicht gebessert, seitdem spricht man das an, dass das schlecht ist und zu wenig ist und unzureichend ist. Und jetzt kommt er um die Ecke, führt wieder irgendwie ein Interview und jetzt gibt es wieder diverse Baumgart-Fans, die sagen, oh, Baumgart hat aber recht.
Der hat aber Ahnung. Das ist der beste Trainer aus den letzten 30 Jahren. Wo ich mir dann denke, ey, das kann's nicht sein. Das kann's einfach nicht sein. Und wenn wir am Freitagabend nicht gewinnen, weil auch ein Punkt ist wieder viel zu wenig, wenn wir am Freitag nicht gewinnen, denn ein Sieg ist Pflicht, egal, ich will jetzt Darmstadt nicht schlecht reden, die haben ein Heimspiel, die werden kämpfen, die werden alles in die Waagschale werfen, die haben jetzt auch nicht umsonst zuletzt einen Punkt in Freiburg geholt. Diese 3 Punkte vor uns, sollten die uns schlagen, sind die 6 Punkte vor uns. Also das kannst du dir dann nicht ausdenken. Also wen willst du dann tatsächlich schlagen? Dann gibt es vielleicht noch Heidenheim, aber die sind gefühlt spielerisch noch besser als Darmstadt. Was heißt noch besser? Die sind halt einfach besser als Darmstadt. Also ich weiß nicht, wie der FC jetzt noch zu Punkten kommen will. Und für alle Baumgart-Fans, die immer noch sagen, mit Baumgart in die zweite Liga und wieso meckert der immer nur oder der meckert auch immer nur, ihr seid keine FC-Fans oder sowas. Normalerweise musst du ca. 15 Punkte haben nach 17 Hinrundenspielen, damit du eine Möglichkeit hast, ehrlich und fair und gerecht in der Liga zu bleiben. Weil dann fehlen dir in der Rückrunde 20 Pluspunkte, um halt wirklich dann mit, naja, gesichert in der Bundesliga zu bleiben, weil du dann deine 35 Pluspunkte dann tatsächlich dann haben wirst. Aber wenn du jetzt noch nicht mal auf 11 oder 12 Punkte nach 17 Spielen kommst, dann brauchst du die Rückrunde gar nicht spielen. Weil es wird sich nachweislich ja nichts ändern. Wir sehen es ja Woche für Woche. Keins auf der 6, dann nur dieses blinde Anrennen, wie auch gegen die Bayern. Da rennst du mit 5, 6 Mann an und bist nicht einmal an den Ball gekommen. Und selbst wenn du an den Ball kommst, spielst du den Ball zurück. Du spielst ihn ja nicht zielstrebig nach vorne oder suchst schnell den Abschluss. Das, was vor zwei Jahren im ersten Jahr unter Baumgart geklappt hat. Letztes Jahr hat das auch schon nicht geklappt. Da habe ich auch schon den Finger in die Wunde gelegt. Da haben auch alle gesagt, wieso? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, das Pressing funktioniert. Nein, auch letzte Saison hat das Pressing überhaupt nicht funktioniert, besonders nicht in der Rückrunde. Und jetzt gibt es Aussagen, Social Media von Fans, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum das Pressing da nicht mehr funktioniert. Wo ich mir sage, was hast du in die letzten anderthalb Saison gemacht? Welche Spiele hast du denn bitte gesehen? Die Leute argumentieren mit, ja, wir pressen ja. Ja, wir pressen, aber erfolglos, sinnlos, ertraglos. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt gibt es auch viele Fans, die sagen, wir müssen weiter mit Dreier-Fünferkette spielen, weil dieses 4-2-3-1 funktioniert nicht. Da hat man schon recht. Aber man kann ja auch statt 4-2-3-1 dann auch 4-4-2 spielen. Einfach klassisch. Einfach 4-4-2 klassisch, fertig. Ohne, dass die Leute wieder denken, wir müssen den Bus parken. Nee, es geht nicht darum, den Bus zu parken, sondern einfach stabiler, kompakter zu stehen. Vielleicht erst ab der Mittellinie oder 10 Meter vor der oder in der gegnerischen Hälfte da volle Pulle mal attackieren und nicht irgendwie mit 3-4 Mann am gegnerischen 16er im Kreis laufen, nie an den Ball kommen und so unnötig Körner verlieren. Ich meine, wir sind gegen die Bayern wieder irgendwie 124 Kilometer gelaufen. Ja, und wie viel waren davon sinnlos, ertraglos, erfolglos? Genug. Und dann in den entscheidenden Situationen, wo du mal vielleicht einen Angriff besser ausspielen kannst, fehlt die Kraft, fehlt die Konzentration, weil du vor 10 Minuten irgendwie 3 Kilometer im Kreis gelaufen bist, ohne an den Ball zu kommen. So. Und das ist doch das Einfachste und Klarste, mal endlich zu erkennen, dass das nicht funktioniert, so wie Baumgart das will. Baumgart will irgendwie am gegnerischen 16er den Ball gewinnen, Querpass, Torschuss, Tor. So stellt er sich das vor. Wir haben aber gar nicht die Spieler dazu oder die Qualität, weil wie oft stehen wir alleine vom Tor, wenn wir mal eine Torschance haben und machen den Ball nicht rein. Das kommt auch noch hinzu. Und dann dieses sinnlose Flanken. Ihr wisst, ich wiederhole mich gerade, aber es ist täglich grüßt das Murmeltier. Es ist Woche für Woche die gleiche Scheiße. Woche für Woche. Natürlich haben nicht nur Baumgart und sein Trainerteam alleine Schuld. Auch Christian Keller mit seiner Kaderplanung. Ist alles richtig. Auch einige Spieler oder viele Spieler mittlerweile, die seit Wochen, wirklich seit Wochen formschwach sind und sich da selber nicht rausbekommen. Da denke ich mir, das kann es nicht sein. In anderen Sportarten, da hast du auch mal so einen negativen Trend. Okay, aber irgendwann bist du wieder auf Normalform. Bei uns, da gibt es ja gar keine Besserung. Überhaupt gar keine. Null. Nix. Nada. Jetzt ist es dann auch wieder, oder die Frage ist halt, woran liegt das? Liegt das daran, dass die Spieler dann einfach dann doch schlecht sind, es überhaupt keine weitere Entwicklung gibt, weil Baumgart redet immer davon, wir entwickeln uns überhaupt nicht, zumindest nicht nach oben oder ins Positive, sondern eigentlich mehr weiter bergab oder wir bleiben gleich schlecht. Also eine Entwicklung gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was er da immer redet oder sieht. Zumal er jetzt auch, das sagt er ja auch immer innerhalb der PK, vor und nach einem Spiel, aber unter der Woche, wenn er diverse Interviews führt, bemängelt er dieses und jenes und sonstiges. Also dann gibt es ja gar keine Entwicklung. Weil dann ist es ja nur Schönrednerei.
zur PK, weil man jetzt hier zur Primetime in der Kamera steht und unter der Woche stehen dann nur irgendwelche Johnnies mit ihren Walkie-Talkies oder mit ihren Handys und nehmen irgendwas auf und dann wird irgendwas geschrieben und daraus entstehen dann ganz andere Meinungen und Aussagen vom Baumgart. Also, wie gesagt, es gibt keine positive Entwicklung innerhalb dieses Vereins. Außer meinetwegen die zweite Mannschaft. So, ansonsten ist nichts positiv zu sehen, gerade beim FC. Und das ist einfach Fakt. Das hat nichts zu tun mit, ich hate oder ich mache alles nur schlecht oder sowas. Es ist Fakt. Ansonsten, der es anders sieht, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, hiermit möchte ich dann jetzt auch mein Video beenden. Eigentlich wollte ich nur über Limnios und über die Thematik Strafanzeige FC, Strafanzeige Ljubljana sprechen. Aber wie das da manchmal so ist, dann redet man sich so ein bisschen in Rage oder ne, eins führt zum anderen. Ja, gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ja, was ihr zu der ganzen Sache haltet. Und wie gesagt, mein Vorschauvideo zu Darmstadt-Köln am Freitagabend kommt im Laufe des Tages heute noch oder spätestens morgen Vormittag. Ne? Gut. Ich möchte ganz persönlich eine bestimmte Person, ist ein Zuschauer von mir, aber auch von Fabio. Ja, Stefan Kurz ist sein Name, ist Zuschauer. Ich habe die Erlaubnis, seinen Namen zu nennen. Ich möchte diesen Herrn ja, allerliebst grüßen und ihm nur das Beste wünschen. Dem Guten ja, geht es gerade nicht so gut und da tun gute Worte halt immer schön, wenn man aneinander denkt. Und lieber Stefan Kurz, ja, ich bin hier, ne? Wenn was ist, melde dich. Ja, ich wünsche dir für heute einen guten Tag und ja, ich bin froh und freue mich dann natürlich wieder, wenn du dich dann bei mir im Kommentarbereich meldest oder dann auch gerne bei mir privat selber. Ne? Also lieber Stefan Kurz. Ne? Bis bald, mach's gut, hau rein, tschüss.